ist gerade ein bisschen zäh, ich weiß. Ich weiß aber nicht, was ich machen soll. Zwecklos. Ich muss zu Fuß weiter. Den sauber kurz machen. Nein, hier waren wir schon. Ich könnte hier hinten, aber das bringt mir auch nichts, der Quest. Glaube ich. Nee, in der Luft kann man keine Magie machen, schade. Aber auf dem Boden, gibt es ein Problem? Seid ihr ein Priester oder was? Gibt es ein Problem? Ja, die Zeppeline, sie kommen nicht mehr an. Warum? Vielleicht stecken sie ja im Stau fest. Berufsverkehr in der Luft. Seitdem die Flussheimschlucht verbreitert wurde, hatten wir keinen Stau mehr. Nein, Stau. Das stimmt was nicht. Die verfluchten Goblins haben einen unserer Zeppeline abgeschossen. Als ob das nicht reichen würde, hat ein Drache 3 weitere zerstört. Nach all diesen Jahren treibt wieder ein Drache sein Unwesen. Wo sind die Drachentöter, wenn man sie braucht? Jetzt sind nur noch 3 Zeppeline übrig. Der Rote Herzog, die Lindenburg und die Perle von Allerod. Aber sie sind zu stark beschädigt zum Fliegen. Kann ich vielleicht irgendwie dabei helfen, dass die Zeppeline wieder fliegen? Sie benötigen wichtige Teile, ohne die sie nicht fliegen können. Und zwar magische Kompasse, Steuerruderteile und Schwebelkristalle. Die Goblins haben diese Schwachstellen wohl gekannt, denn sie haben sich direkt auf diese wichtigen Teile gestürzt. Und ihr habt keine Ersatzteile nun, ja. Nun, die Zeppeline, die abgestürzt sind, wurden nicht geändert. Deswegen müssten die Kristalle und der Rest noch an Bord sein. Leider dürften diese Wracks nicht lange von Vivern verschont bleiben. Vivern, liefern. Wenn etwas das Sonnenlicht reflektiert, landet es kurzer Zeit später in ihren Nestern. Es gibt doch so einen Vogel, wie heißt der? Elster, glaube ich. Ja, die Bische Elster, die klaut auch immer sowas. Früher, als ich mal ein Kind war, also 5 oder so, da wurde mir mal mein Osterhase von einer Elster geklaut, weil der so ein Papier hatte, das auch geleuchtet hat. Es dürfte kein Problem sein, die Sachen zu beschaffen. Ich hätte schon mit Vivern zu tun. Es dürfte kein Problem sein. Wirklich? Ihr könnt also in den Fjorden klettern und euch gleichzeitig der Vivern erwehren? Das glaube ich nicht. Aber ich schätze eure Bereitschaft zu helfen. Und solltet ihr es tatsächlich schaffen, werde ich euch im Namen der Champions fürstlich belohnen. Bis später. Wenn ihr einem Goblin begegnet, sorgt dafür, dass er nicht überlebt. Die Kiste ist da, hier. Und Beeilung bitte, ja? Okay, ein Teleporter. Wieder hier hin. Ach, das ist der, wo man die ganze Zeit stehen kann, aber nichts passiert. Okay, hier weiß ich, dass ein Kristall ist. So, klettern, ja. Der leckt irgendwie so. Naja, das da, Ja, komm. Wie, ich kann hier nicht weiterlaufen. Achso, ich muss erst den, okay. Hier kann ich mich nicht in einen Drachen verwandeln. Ich muss anscheinend erst zum Wasserfall. Ich bin jetzt ja auch schon in einem Level höher. Okay, ich bräuchte sowas wie ein Schutzschild, dass ich mal 10 Sekunden keinen Schaden kriege oder so. Ich werde, sobald ich unten bin, meine Kreaturen beschwören. Wieder alles zerschlagen, ja, E-Teller. Zack. Ein weiterer Trank für enorme Heilung. Löffel. Ja, so unterschiedlich sind die Sachen, die man finden kann. Hier speichere ich mal kurz. Diesen Teil hasse ich. Ich gebe es ganz offen zu. Erwache, mein Tierchen! So, jetzt sind beide Tierchen erwacht. So, vielleicht wird jetzt hier mal was anderes angegriffen, als immer ich. Drachenelfenkrieger gepanzert da. Hat Blenden abgewehrt, war ja klar. Boah, nein, jetzt wird er noch geheilt. Schnell durchrushen. Ah, ich kann nicht durchwaschen, nein.
Ich bin tot. Ja. Okay, ich habe ja gespeichert, deswegen ist es nicht so schlimm. Ich werde mich jetzt da ein bisschen verstecken, möglichst viele Tränke nehmen und werde schon irgendwie schaffen, die zu besiegen. Okay, runter. 2, 7, 5. Dann nochmal einen solchen Trank. Ja, hier in die Ecke. Und ich habe was gefunden, wo ich mich verstecken kann. Hey. Und sie greift mich nicht mehr an, deswegen. Aber dafür kriegen meine Kreaturen voll viel Schaden. Ich muss ihnen helfen. Ich wüsste was, ich mache einen mal den hier. Nein, Kiste wollte ich eigentlich nicht machen.